1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, die letzte Sendung vor unserer kurzen Osterpause. Und wie immer Freitagnacht, Freithemennacht. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich ganz einfach an. Unter der Telefonnummer 0800 220 5050, kostenfreie Telefonnummer und kostenfreie Faxnummer 0800 220 5051. Erste Anruferin heute Nacht ist Antje. Und Antje ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Antje. Um was geht's bei dir? Oh Gott, ja, wenn das wenigstens nur ein Thema wäre, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber es ist leider ein ganzer Batzen. Erzähl mal, fang mal irgendwo an. Ja. Also angefangen hat es damit, dass ich, heute Freitag, Donnerstag erfahren habe, dass ich schwanger bin. Mhm. Unfall. Ich weiß, dass ich mit dem Feuer gespielt habe und das Kind ist von einem Mann, von dem ich da noch gedacht habe, es ist mein fester Freund, zwar mit Problemen. Es ist ein Amerikaner aus Amerika. Hm. Ich war da. Sag mal, ich habe das jetzt akustisch. Du hast gedacht, es ist ein fester Freund von? Ja, er hat mir halt jetzt gestern, als ich ihm von der Schwangerschaft erzählt habe, auch. Also es ist halt so, ich war da, wir haben uns viel gestritten. Ich war da, um es auszuprobieren, ob wir zusammen leben können. Und in Amerika? Ja. Ich bin vor einer guten Woche, bin ich nach Hause gekommen. Mhm. Und ein bisschen verfrüht, weil wir halt gesagt haben, ich bleibe jetzt erstmal ein bisschen in Deutschland, 2-3 Monate und dann beruhigen wir uns und dann gucken wir nochmal. Aber du hattest mit diesem Mann vorher schon irgendwie Kontakte? Ja, ich kenne ihn seit 1,5 Jahren. Und das war auch nicht nur irgendein Freund und irgendeine Beziehung und man hofft, dass es ein bisschen länger bleibt. Das war schon. Also ihr seid im Prinzip schon eine ganze Weile zusammen? Ja. Und du hast ihn jetzt besucht und da ist es nun passiert? Genau. Mhm. Und ich bin mitten im Studium. Ich habe Semesterpause gemacht, um das halt zu riskieren, sag ich mal, um da hinzufahren und das auszuprobieren mit ihm. Habe meine Wohnung vermietet. Jetzt sitzt da der andere Typ drin und lässt mich nicht wieder rein, weil ich habe halt gestern Morgen und habe ihm das erzählt. Und da hat er mir auch gleichzeitig gesagt, dass er der Meinung ist, dass er mich zwar immer noch mag und immer noch genauso, aber dass sich Leute auch lieben können. Und wer jetzt? Der Freund in Amerika? Mein Freund, genau. Der Freund in Amerika? Genau. Und jetzt ist das schon ein bisschen durcheinander. Alles durcheinander. Ja. Jetzt habe ich gar nicht verstanden, warum du schon, du hattest also geplant, etwas länger in den USA zu bleiben. Ja, also ohne Visum kann man 90 Tage da sein. Ja. Ich hatte halt vor, irgendwie 2,5 Monate oder so, also die 90 Tage nicht voll zu machen, ich zwischendurch nach Hause wollte und dann wieder hin. Bist aber früher zurückgekommen? Ja, weil wir uns so sehr in die Haare gekriegt haben. Also, so, jetzt kommst du zurück, die Wohnung, die hast du untervermietet für eine Weile. Genau. Und wohnst jetzt bei wo? Bei meinen Freunden. Ich bin jetzt bei meiner besten Freundin. Bei der besten Freundin, ja. Genau, und so, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass du schwanger bist von dem Mann, mit dem du eigentlich es gar nicht mehr so richtig kannst, oder wie? Nee, also er will das Kind nicht, das hat er mir gestern auch gleich gesagt. Mhm. Das ist halt, er will kein Kind von mir, ganz einfach, weil wenn wir zusammenleben würden, ist er der Meinung, er ist unglücklich, ich bin unglücklich und wenn da noch ein Kind zwischen ist, ist das noch alles viel schlimmer. Ach so, das ist ja dann auch schon eine klare Aussage seinerseits. Eine sehr klare Aussage seinerseits, ja. Auch bezogen auf eure Beziehung. Ja, das, ja. Das ist im Prinzip aus, das ist vorbei. Es ist aus, ne? Ja. Und das weiß ich halt auch seit gestern und ich komme überhaupt nicht mehr klar, weil die Schwangerschaft, das hätte ich ja noch irgendwie hinbekommen, wenn er gesagt hätte, oh, na gut, dann reißen wir uns deswegen nochmal zusammen oder. Also ich weiß auch, dass jetzt ist wahrscheinlich dein großes Problem, wie verhalte ich mich, ne? Was mache ich? Ja, weil er hat sich sehr klar ausgedrückt, aber ich weiß nicht, ob ich da noch so jung bin oder so naiv, aber ich will es einfach nicht glauben, was er gesagt hat. Ich bin so erstens mal in der Masche, Kind, das muss ich mir jetzt überlegen. Gestern war es noch ja, heute ist es schon wieder eher nein. Weiß der Geier, was es morgen ist.
Aber wenn, Antje, wenn er das so klar gesagt hat, wie du es gerade formuliert hast, ist das ja schon verdammt ernst zu nehmen, ne? Dass er also in Sachen Verliebtheit nicht mehr so sehr drauf ist, wie er es vielleicht mal war. Ja, in Sachen Zusammenleben nicht. Mhm. Also er ist halt der Meinung, es gibt Leute, die sich unendlich lieben, aber nicht miteinander können. Ah, ja, was empfindet er denn noch für dich? Hat er das klar gesagt? Er mag mich noch sehr, sehr. Ja gut, ja. Gott, das ist eine Aussage. Mögen tun wir uns alle sehr, unter Umständen. Ich glaube, aber da weigert er sich, eine Aussage zu machen, weil ich eine gute Worteverdreherin bin. Ist aber auch alles signalisiert, aber ist in die Richtung, dass er auf Distanz will. Ja. Dass er auf keinen Fall eine Liebesbeziehung will. Nein. Es kommt der Spruch wahrscheinlich wieder mit den guten Freunden, so etwas vielleicht. Und er will definitiv keine Verbindung in Form eines Kindes zwischen euch beiden. Nein. Mhm. Aber er sagt auch nicht, was ich tun soll. Also er hat mir nicht gesagt, mach dieses oder mach jenes. Was ja wiederum eigentlich auch okay ist. Ne? Ja. Es wäre nun sehr, sehr bescheuert von ihm, wenn er sagen würde, hier Antje, lass das Kind abtreiben. Ja. Er überlässt es also quasi dir. Überlässt es völlig mir. Bevor ich mit ihm gesprochen habe, also ich habe es da in Amerika, ich habe es geahnt. Mhm. Ich habe, weiß ich nicht, mein Frau ein Gefühl dafür hat, aber ich habe es geahnt. Mhm. Und ihr habt es nicht drauf angelegt und du hast es auch nicht drauf angelegt. Wir haben es nicht drauf angelegt, aber wir sind halt, wir haben es nicht drauf angelegt, aber wir hatten halt eine Minute, wo ein Kurzschluss passiert ist, wo wir dann gesagt haben, ach, ich bin auch noch gar nicht in der Mitte vom Zyklus und dann ist jetzt halt passiert, müssen wir das nächste Mal aufpassen, aber das ist relativ wahrscheinlich, dass es nicht so ist. Und also Antje, ich würde jetzt erstmal sagen, wie lange genau weißt du jetzt, dass du schwanger bist? Seit gestern, so hast du es gerade gesagt. Jetzt lass erstmal ein bisschen erstmal in dir wirken, diese Gewissheit. Ich habe halt für mich... Eines musst du dir natürlich immer wieder jetzt vor Augen halten, dass du ihn auch nicht erpressen kannst mit dem Kind. Ne? Oder auch kein Druck. Er lässt sich auch sowas nicht erpressen. Ja, erpressen also ist vielleicht... Er würde das nie machen. Ja. Also er hat mir halt von Anfang an gesagt, ich muss wissen, was ich tue und wie ich mich entscheide. Wenn ich das Kind will, dann sollte ich das haben. Dann schickt er Geld und unterstützt mich so in der Form. Ah ja, immerhin. Mehr kann ich nicht erwarten, aber er würde für sein Kind schon sorgen, wie es irgendwie geht. Mhm. Wenn irgendein Abteil, ich weiß ja noch nicht mal, ob das was kostet und wenn ja, wie viel, und das weiß ich alles nicht. Dann ich musste es mir selber überlegen und es hat lange gedauert, bis ich seine Meinung richtig rausgehört habe und bis er richtig gesagt hat, was er will. Gut, aber die wissen wir ja jetzt, seine Meinung. Ja. Das heißt, der erste Schritt ist jetzt, glaube ich, für dich erstmal wirklich auch so mental Abstand zu ihm zu gewinnen. Will ich ja nicht, das ist ja das Problem. Aber will ich nicht. Ja. Ich kann es nicht akzeptieren, weil es eben... Aber es ist so. Es ist so. Ja. Es ist so. Das musst du dir einfach wirklich ich meine, klar kann er es ja auch nicht sagen. Selbst wenn du lange hast fragen müssen. Aber jetzt, was du mir wiedergegeben hast, sind ja klare Äußerungen. Klarer geht es ja schon gar nicht mehr. Er will es nicht. Nein, es geht nicht klarer. So, und das ist jetzt dein Ding, dass du dich damit versuchen musst zu arrangieren. Ich weiß, das ist immer unendlich schwer. Und parallel dazu, das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Situation, parallel dazu musst du für dich nur du entscheiden, will ich das Kind haben? Und deshalb sage ich, das ist jetzt gerade mal ein Tag, da musst du jetzt mal ein bisschen Zeit vergehen lassen mit deinen besten Freundinnen, vielleicht darüber sprechen. Aber einen Fehler darfst du nicht machen, dass du dich jetzt zu sehr hineinsteigerst in vielleicht auch in die Sehnsucht, dass da vielleicht doch noch irgendwie wieder was wird mit deinem Ex aus Amerika. Das kannst du wohl vergessen, glaube ich. Das kannst du vergessen. Ja, ich habe halt dieses weiß ich nicht, Kleinmädchengedanken oder naive Fantasie. Ich weiß, warum viele Dinge schiefgegangen sind. Es hat bei Gott nicht nur an mir gelegen. Er hat da sicherlich seinen Teil auch zu beigetragen. Aber ich weiß eben, dass ich teilweise reagiert habe, wie ich nicht reagieren wollte. Jetzt kann ich nicht sagen, Hormone, so, folgender Vorschlag. Damit du es dann auch endlich glaubst, dann setz dich in aller Ruhe hin, jetzt gleich morgen, und schreib das alles nochmal auf für ihn. Und schreib deine Sichtweise und vielleicht deine Hoffnungen und deine Wünsche auf. Dann wird er hoffentlich darauf reagieren. Und dann wird er vielleicht nochmal so klar oder noch klarer reagieren. Und dann weißt du Bescheid.
Ich glaube, die einzige Therapie diesbezüglich bei dir ist jetzt, du brauchst einfach die Konfrontation mit der Wahrheit. Nämlich, was seine Meinung ist. Und das ist die beste Möglichkeit. Mach es so. Ja, und ich habe eben diesen blöden Gedanken, wenn es nicht jetzt funktioniert, dann ich werde mich schon irgendwie ändern, dann gucken wir mal in, keine Ahnung, Schreib ihm das mal auf und interessant wird es sein, was er darauf sagt, wie er darauf reagiert. Vielleicht ist die Wahrheit dann sehr bitter für dich, aber dann ist es wirklich die Wahrheit und du hast die Chance, dich jetzt damit ja schon auseinanderzusetzen und dich daran zu gewöhnen. Mehr wüsste ich im Moment nicht dazu zu sagen, Antje. Alles Gute. Ja, ich weiß ja nicht, ob einer von deinen Psychologen noch mal irgendwie ein paar gerne, wenn du möchtest, sagen kann, absolut, wo man sich hinwenden kann, ja, was dieses blöde Schwangerschaftsproblem betrifft. Ja. Und ich bin halt... Machen wir so. Meine, das sind halt zwei Probleme auf einmal, die... Ich, ja, meine Psychologin ist die Elke heute Nacht. Ja. Du legst auf, Elke ruft dich an, dann kannst du mit Elke auch noch mal eingehender noch sprechen, okay? Ja, okay. Alles Gute, danke, auf Wiederhören. Danke, tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, die Telefonnummer. Wir machen ab Montag eine kleine Osterpause und sind dann wieder hier in der Nacht vom 28. April auf den 29. April. Das mal so zwischendurch gesagt. Und hier ist Martin. Martin, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Martin. Ich rufe an zu dem Thema Missbrauch, sexueller Missbrauch an Kindern. Und zwar komme ich deswegen darauf, vor 3 Tagen hattest du einen Anruf, ich glaube von dem Christian, der Bettnässer, der da auf Klassenfahrt musste, ja, ja, wo nachher rausgekommen ist, dass er von seinem Vater jahrelang sexuell missbraucht worden ja, ist. Und sowas. Wo du der Erste war, an den er sich irgendwie gewandt hat oder sich da überhaupt öffnen konnte. Mhm. Und zwar, ich spreche da aus eigener Erfahrung, also ich komme halt aus einer Familie mit 4 Kindern. Ja. Wir 3 Ältesten, alle 1 Jahr auseinander. Das hat halt auch recht früh bei uns angefangen. So bei mir, ich war 7, 8 irgendwie in dem Dreh. Du bist der Älteste? Nee, ich bin der Mittlere von den 3. Der Mittlere? Genau. Mhm. Und wir 3 sind halt auch sexuell missbraucht worden. Sind das auch 2 Jungs noch gewesen? Nee, also ich als Junge und meine beiden Geschwistern. Eine 1 Jahr älter und eine 1 Jahr jünger. Was waren die beiden Geschwister? Schwestern? Schwestern, Schwestern, ja. Mhm. Genau. Ja. Genau. Von wem sexuell missbraucht worden? Das war halt ein Bekannter. Meine Mutter hatte sich damals von meinem Vater scheiden lassen. Mhm. Und das war halt irgendwie, sie hatte auch Alkoholprobleme und so. Und das war halt einfach nur ein netter Bekannter, den sie dann kennengelernt hat. Irgendwie der hat damals Porsche gefahren und meine kleine Schwester, oh, Porsche und hin und her. Und hat gleich ein Eis ausgegeben. Und so hat meine Mutter den dann halt kennengelernt. Mhm. Ne? Und hatte für uns Kinder dann halt irgendwie ein recht offenes Herz. Jetzt ein bisschen ironisch gemeint vielleicht auch. Ja. Ja, für uns Kinder war es natürlich toll, endlich jemanden zu haben, der ein bisschen für uns da ist, weil, wie gesagt, meine Mutter ja auch Alkoholprobleme hatte und oder immer noch hat. Und ja. Und dieser Mann hat euch 3, machst du mal den Fernseher ein bisschen leiser, das Radio? Ja, ich mach mal leiser. Dieser Mann hat euch 3, also deine beiden Schwestern und dich, quasi parallel zur selben Zeit sexuell missbraucht? Ja, über Jahre hinweg. Wie, in welchem Alter wart ihr da? Von welchem Alter bis zu welchem Alter? Also ich sag mal, ich war 8, meine jüngere Schwester 7 und meine ältere Schwester 9. Und wie viele Jahre ging das dann? Ich sag mal, endgültig aufgehört hat es bei mir, bis ich dann wirklich für mich begriffen habe, dass das nicht richtig ist. Da war ich dann irgendwas so um 13 rum. Aber es ist danach immer noch mal vorgekommen, weil man halt in so einer Zwangslage irgendwo war. Ne? Und bei den Mädels auch? Ja. Aber er hat euch einzeln missbraucht oder wart ihr sogar zusammen? Nee, also als wir jünger waren, da waren wir auch noch zusammen. Ach, ihr wart zusammen? Ja, ja. Da, also das fing an ganz harmlos mit Spielereien und so, ne? Und hier und guck doch mal und Doktorspielchen und so. Und so hat das dann irgendwie angefangen. Und also ja. Es ist auch schon eine schreckliche Vorstellung, deine beiden Schwestern und du und dieser Mann missbraucht euch alle 3 gleichzeitig. Ja. So, ja, und also dieser Missbrauch ging dann bei dir als Jungen auch so weit, dass er mit dir Analverkehr hatte? Nee, anal nicht, aber oral. Also aber oral. Das musste ich schon machen, ne? Ja. So, also, ja, und ich wollte eigentlich nur auch zu den Christian sagen, dass meine Meinung dazu ist, dass es ganz wichtig ist, dass man sich jemanden sucht, dem man sich öffnen kann, mit dem man darüber sprechen kann, weil ich halt auch einfach aus eigener Erfahrung weiß, was es bedeutet, wenn man das wirklich nur für sich behält und versucht, da alleine mit klarzukommen irgendwo. Also
meine beiden Schwestern, die haben aufgrund dessen, weil sie sich nicht richtig öffnen konnten, halt ihr Leben lassen müssen. Also sie haben sich beide umgebracht innerhalb von 4 Jahren. Die haben sich beide umgebracht? Ja. Also eine ist gerade mal 21 geworden. Und dann 4 Jahre später, meine ältere Schwester, die wäre jetzt dieses Jahr 30 geworden. Und du siehst ja einen ganz klaren Zusammenhang, dass sie diese Verletzungen, die ihnen zugefügt worden sind, all die Jahre nicht haben verbinden können. Ja, also die haben beide Kinder. Ja. Beide Schwestern, jeweils sie ein Kind. Haben beide Kinder. Ja. Und ich sehe schon allein daran, oder für mich jetzt heutzutage, ne, so sind ja dann doch ein bisschen Zeit vergangen, wo man sich mit auseinandergesetzt hat, dass sie allein schon kein richtiges Mutter-Kind-Verhältnis aufbauen konnten. Ne? Und auch so mit Psychologen, mit denen meine Schwestern dann gesprochen hat und so, also ja. Da habe ich ja im Nachhinein mal nachgefragt, was da gesagt worden ist und. Und das war schon ganz klar, dass sie sehr starke Probleme damit hatten. Aber das ist ja jetzt für euch eine ungeheure Katastrophe in der Familie, dass sich zwei Schwestern umgebracht haben, die dann auch noch Kinder zurücklassen. Na gut, also meine Familie sieht das ja alles nicht so. Das ist ja immer noch das Schlimme daran, dass man ja sowieso irgendwie schon immer denkt, man selber hat was falsch gemacht. Und eigentlich ist es dann doch so, dass die Familie dann nicht unbedingt hundertprozentig hinter einen steht. Ne? Gut, ich meinte jetzt mit Familie auch fast eher dich und dein Umfeld, der du eingeweiht bist. Es muss doch für dich ein ungeheurer Schock gewesen sein, als das dann passiert ist. Also es ist wirklich nicht einfach, damit zu leben. Ne? Also man traut sich auch nicht wirklich jetzt heutzutage, wenn man mit jemandem spricht, wirklich zu sagen, ja gut, sie haben sich beide das Leben genommen. Aufgrund dessen, ne? Und es ist schon nicht einfach. Hat denn deine Mutter in all den Jahren nichts mitbekommen? Doch, sie wusste das. Die wusste das sogar? Ja, sie wusste das. Also sie ist ja auch nachher meine ältere Schwester, hat sich dann auch jemandem anvertrauen können und das ist auch vor Gericht gegangen und sie ist auch mit verurteilt worden. Und der Mann ist auch verurteilt worden? Ja, für 3 Jahre Haft. Für 3 Jahre Haft? Ja, Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Also es ist meine Mutter, das sage ich immer noch, ne? Und ich sage ihr halt guten Tag, ich unterhalte mich auch mit ihr, aber es ist nicht so, dass wir jetzt wöchentlich oder so miteinander telefonieren, sondern wenn man sich über den Weg läuft, dann spricht man halt ein paar Sätze miteinander. Und hast du Wut, Hass, Zorn auf die Mutter? Ja, auf jeden Fall. Also Wut und Zorn, das ist mir eigentlich schon zu schade für meine Mutter, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, sondern einfach nur, ich weiß, wo ich heutzutage stehe und was sie falsch gemacht hat. Und es tut mir eigentlich in der Seele weh, dass sie diesen Fehler für sich nicht erkennen kann. Ne? Bis heute nicht? Bis heute nicht, nein, auf gar keinen Fall. Zu was ist sie eigentlich verurteilt worden? Ein paar Jahre auf Bewährung oder so. Ne? Aber das ist ja auch unglaublich. Hat denn der Mann die Schuld anerkannt oder hat er es abgestritten? Also er hat in... meine jüngere Schwester und ich, wir konnten gar nicht mit. Also wir sind nie vor Gericht mit befragt worden. Das war ja noch das Schizophrene daran. Sondern nur ihre Aussage hat gezählt. Und er hat nachher gesagt irgendwie, dass es ihm wohl leid tut. Aber mir eigentlich auch nicht. Immerhin, er hat gesagt, es tut ihm leid. Das bedeutet ja, er hat es getan. Ja. Und trotzdem wischt deine Mutter das weg. Ja, auf jeden Fall. Also auch mein Vater irgendwie. Also bei uns in der Familie überhaupt wird nicht gerne über dieses Thema gesprochen. Aber auch darum geht es ja auch gar nicht, denn sie hat es ja damals auch bemerkt, wie du sagst. Ja. Und hat es irgendwie, was ist das für eine Mutter, die zusieht, wenn ihre eigenen Kinder, 3 Kinder von ihrem Geliebten sexuell missbraucht werden? Nee, es war ja nicht ihr Geliebter, es war ja nur ein Bekannter. Ach, es war nur ein Bekannter. Ja, ich dachte, die beiden hätten dann auch eine Verbindung miteinander. Nein. Aber umso seltsamer, dass die Mutter das dann zugelassen hat. Was steckt denn dahinter? Also es ist ja auch so, wenn ich sie heutzutage darauf anspreche und versuche mit ihr da mal ein Gespräch drüber zu führen, dass sie immer nur sagt, ihr wart damals so, ihr habt gemacht, was ihr wolltet, ich konnte mich da sowieso nicht wehren. Und, aber ihr besucht, ihr wart Kinder. Ja, das sage ich ja dann auch immer, dass wir 9, 10 waren halt, ne? Und dass das eigentlich völlig egal ist, wie alt man ist, sondern dass man das zu unterbinden hat. Natürlich. In welcher Form auch immer. Natürlich, ne? Da gibt es ja gar nichts zu diskutieren. Ganz genau. Also dein Anliegen war jetzt, nochmal Bezug zu nehmen auf den Christian, der Bettnässer war und der eben eine ähnliche Hintergrundgeschichte hat, zu sagen, dass man sich öffnen sollte und dass man auf jeden Fall in eine Therapie gehen sollte. Ich gehe mal davon aus, dass du es gemacht hast. Nein, ich war nicht in einer Therapie. Du warst nicht in einer Therapie? Nein, also ich habe damals für mich halt den Entschluss gepackt, weil das alles doch sehr chaotisch wurde, meine Schwester dann mit Drogen angefangen hat und ich dann eben für mich gesagt habe, ich kann es mir nicht mehr mit angucken, ich muss hier weg, sonst werde ich verrückt und. Ich bin dann einfach, von heute auf morgen habe ich die Stadt verlassen, in der ich gelebt habe und bin dann halt umgezogen in eine völlig fremde Großstadt, wo ich niemanden kannte. Und wie hast du das für dich geschafft, einigermaßen zu verarbeiten?
Also ich hatte da oben sehr viel Zeit, erstmal drüber nachzudenken, erstmal so ein bisschen Fuß zu fassen. Hab dann auch gemerkt, in einer fremden Stadt, wo einen niemand kennt oder auch die Familie keiner kennt, die man hat, fällt es einem doch sehr viel leichter, sich auch fremden Leuten gegenüber zu öffnen. Mhm. Also das heißt, du hast dann schon sehr viel gesprochen, aber fremden Leuten gegenüber. Genau. Und hast darüber sehr viel geredet. Genau. Jetzt habe ich am Anfang nicht ganz mitbekommen, hattest du das gleiche Problem wie der Christian, der bei meiner Sendung war? Warst du auch Bettnässer? Nee, Bettnässer war ich nicht. Das nicht. Aber ich habe ihn halt gehört, ne, und habe mitbekommen, dass er halt sich zum ersten Mal jetzt bei dir da geöffnet hat. Ja, ja. Und habe gedacht, meine Güte, der arme Junge, weil ich es halt ganz gut nachvollziehen kann. Ne? Ja, also ich finde diesen Appell auch sehr richtig und bin froh, dass du angerufen hast als Betroffener, weil das ein ganz anderes Gewicht noch hat, wenn du das sagst, als wenn ich das sage oder irgendwelche Psychologen das sagen. Dass dieses wirkliche sich öffnen, ja, sich jemandem jemand anvertrauen, wenn es Freunde sind oder eben auch Psychologen oder Ärzte, ist es sehr, sehr, sehr wichtig. Und die einzige Chance, glaube ich, auch nur davon wegzukommen. Ich kann dazu auch wirklich nur sagen, dadurch, dass ich dann sehr viel mit Leuten darüber gesprochen habe und denen das erzählt habe, es war am Anfang natürlich auch sehr schwer, ne, weil man unheimlich viele Selbstvorwürfe hat und man ist selber schuld und. Aber ich habe dann gemerkt, oh mein Gott, da sind doch Leute da, die zu einem halten, die einen zuhören, die einen unterstützen. Ja. Und diese ganzen Schwierigkeiten, die ja jetzt unbewusst auch für einen selber auftreten, sei es, dass man beruflich irgendwie nicht richtig Fuß fassen kann, das hat ja alles irgendwelche Gründe, dass es zu Hause meinetwegen nicht gestimmt hat oder, dass mir das unheimlich geholfen hat und dass ich heutzutage halt, ich möchte mal sagen, in Anführungsstrichen, recht normales Leben führe, dass ich lachen kann, dass es zwischendurch natürlich immer wieder Phasen gibt, wo es einem auch schlecht geht, die ich dann aber auch sehr bewusst wahrnehme, mich auch mal hinsetze und ganz klar sage, gut, jetzt ist heute ein Scheißtag und ich weine einfach nur mal oder so, aber dafür geht es mir den nächsten Tag eben auch besser und ich glaube, das habe ich nur dem zu verdanken, dass ich halt wirklich geschafft habe, mich da zu öffnen. Gut, das ist also nochmal ein guter Appell jetzt an Leute, die in ähnlicher Weise betroffen sind. Genau. Danke dir sehr für deinen Anruf, Martin. Ja. Und wünsche dir wirklich alles Gute. Ich wünsche dir immer noch viel Erfolg für deine Sendung. Dankeschön. Verfolge sie sehr gern und finde sie super klasse. Dankeschön. Tschüss. Schönen Gruß an Zitin. Mach ich. Tschüss. Ihr Lieben, schon mal noch ein Hinweis. Es gibt bei uns ab Mai eine Änderung, über die wir uns sehr freuen und ich hoffe, ihr euch auch, denn ab 8. Mai gibt es Domian viel früher im Fernsehen und auch viel länger, nämlich schon um 23.45 Uhr, immer donnerstags ab 8. Mai und die Sendung geht dann bis 1 Uhr. Wir sind sehr froh, dass wir euren Wünschen auf diese Art und Weise jetzt nachkommen können, denn seit vielen Jahren kommen immer Faxe und Briefe. Warum seid ihr so spät? Es ist so tief in der Nacht. Es ist jetzt möglich, ab 8. Mai jeden Donnerstags uns auch früher zu verfolgen. Also wie gesagt, 23.45 Uhr, dann ab 23.45 Uhr bis 1 Uhr. Jetzt bin ich verbunden mit Antje und Antje ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Antje. Mein Problem ist, dass ich sozusagen glaube, verliebt zu sein in jemanden, der viel, viel älter ist als ich. Viel, viel älter? Viel, viel älter. Also ich bin 19 und dieser Mensch ist 43. Also ich dachte, er ist schon 73 oder so. Aber es ist natürlich erheblich älter. Ja, also... Eine ganze schöne Tante älter. Ja, also es sind nicht viele Jahre von meinem Daddy ab, also es ist wirklich... Es handelt sich um einen Mann? Ja. Du glaubst, verliebt zu sein? Ja, ich glaube es. Also, du glaubst, sehr verliebt zu sein? Und ja, du glaubst schon, es sehr, dass du verliebt bist? Ich weiß nur, dass ich mich unheimlich zu diesen Menschen hingezogen fühle. Ich muss dazu vielleicht erklären, also wir haben uns über eine Datingline kennengelernt. Ja, ich wollte gerade fragen, wo du ihn kennengelernt hast. Ja, genau. Ich bin normalerweise überhaupt nicht auf Sonnenlines, aber es hat einfach damit angefangen, dass ich krank war über längere Zeit und irgendwann mir die Bücher und ganzen Zeitschriften im Bett zu langweilig waren und ich gedacht habe, ach, probier's es einfach mal aus. Und keine Ahnung. Und da habe ich ihn einfach kennengelernt und die Stimme hat mich schon gereizt und natürlich hat mich das Alter auch abgeschreckt. Also ich habe dann wirklich auch gedacht... Also er hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt und hat gesagt, er ist 43. Ja, genau, genau. Und wir haben dann nachher auch privat die Nummern ausgetauscht und mittlerweile ist es so, dass wir täglich telefonieren und wir haben auch schon Bilder ausgetauscht über das Internet. Und gefällt er dir?
Also auf der Straße wird er mir nicht auffallen. Aha. Ich würde eh, denke ich mal, in diesem Alter keine Männer irgendwie hinterher gucken oder sowas. Aber also das klassische Phänomen, dass du jemanden über Stimme und letztendlich über die Inhalte, was er gesagt jetzt erschlossen hast. Ja, genau. Ja, so kann man es ja sagen. Auf der Straße würdest du ihn gar nicht wahrnehmen? Ich denke nicht, nein. Ist es für ihn denn ein Problem, so ein doch sehr viel jüngeres Mädchen da jetzt an der Angel das zu haben? Das frage ich ihn jedes Mal. Ja. Und er kann es auch verstehen, dass ich kein Problem damit habe, aber dass ich einfach daran zweifle. Erstmal sind die Fakten, dass man sich offen allein kennengelernt hat, dann, dass er viel, viel älter ist und man nicht genau weiß, was er wirklich möchte von mir. Und Hast du ihn danach richtig schon so gefragt? Nee, habe ich nicht. Warum? So, es geht schon in die Richtung, es geht nicht in eine freundschaftliche Richtung, das merkt man irgendwie, weil... Na, davon gehe ich jetzt aus. Ja, klar. Die Frage ist jetzt, die Frage von ist jetzt nur... Von seiner Seite aus. Nee, ist mir klar. Die Frage ist jetzt nur, geht es von seiner Seite aus in eine ausschließlich sexuelle Richtung? Nee, wir reden oder gar ist nicht es über Sex oder so. Also, oder jedenfalls nicht über uns beide diesbezüglich, sondern... geht mehr so in diese Kuschel und oh, ich würde so gerne jetzt bei dir sein und so in diese Richtung. Was ist denn mit ihm so los? Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Nein, er ist ledig, war noch nie verheiratet, hat keine Kinder. Er hatte mal eine längere Beziehung über 8 Jahre, aber die ist auseinandergegangen und lebt auch alleine und arbeitet sehr, sehr viel. Es kommt aus der Nähe von Frankfurt und ist im Bankwesen tätig und daher sehr, sehr gute Partie. Ja, nein, das ist mir aber wirklich völlig egal. Also, ist das denn, du musst jetzt nicht sagen, wo du wohnst, das macht dich viel zu erkennbar. Ja, ist es denn in der relativen Nähe oder ist es weiter weg? Nein, es ist weiter weg. Also weiter weg. Ja. Na gut, aber man hat ja Autos und man kann ja Bahn fahren und so, wenn es auch kompliziert ist mit dem Bahnfahren. Ja. Dann rufst du bei mir an. Ja. Weil du doch Bedenken hast wegen des Altersunterschiedes. Ja, na klar. Und liegt es jetzt ausschließlich an dem Altersunterschied oder hast du auch andere Bedenken? Nee, es geht mir nur um den Altersunterschied, weil ich habe nicht das Gefühl, dass er mich verarscht oder mich nicht ernst nimmt oder so, aber... Welche Bedenken sind das genau, die den Altersunterschied betreffen? Welche Bedenken genau? Ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, auch teilweise in den Gesprächen, dass ich ihm irgendwie nichts bieten kann. Mhm. Ich meine, ich höre ihm so gerne zu, weil er ist viel gereist und also, dass du das Gefühl hast, das ist keine gleichwertige Beziehung. Ja, ganz genau, ich bin immer ganz so in der Rolle des Lehrlings ganz oder so. Genau. Aber er sagt mir, dass er das genießt und einfach auch meine Sichtweise, wie ich spreche, wie ich Dinge erzähle und dass ihn das einfach interessiert, wie 19-jährige Leute denken halt einfach. Aber meine Güte, das kann er auch mit anderen Leuten, sag ich mir. Ja. Und da ist wohl halt auch das Gefühl, dass du ihm vielleicht so in grundsätzlichen Lebensdingen gar nichts sagen kannst. Ja, genau, ne? Genau. Selbst wenn du es könntest, hast du vielleicht das Gefühl, dass du es nicht kannst, weil er schon so viel erlebt hat. Ja. Mhm. Gut, das ist ein Punkt. Vielleicht noch ein anderer Punkt, dass du... Also wäre jetzt von meiner Seite aus eine Überlegung, dass du denkst, so unsere Lebenskreise passen gar nicht zusammen. Ja, ich habe ganz junge Freunde und er hat vielleicht viel ältere Freunde und wenn die aufeinandertreffen, die einen lachen die anderen aus und umgekehrt. Ja, also das auf jeden Fall und vor allen Dingen kann ich mir auch gut vorstellen, falls sich da wirklich was entwickeln sollte und ich werde dann da vorgestellt, so ach typisch, so jetzt sucht er sich eine Jüngere und genau, das ist die Schmuse mal aus. Dann vielleicht auch nur aufs Geld aus oder so, weil er, mir ist das völlig egal. Also, ja und deine Leute vielleicht die Nase rumpfen, jetzt kommt sie mit so einem alten Knacker da an. Ja, na klar, also ich habe heute mit meiner Mom telefoniert und habe ihr das irgendwie erzählt, nach einer ganzen Weile jetzt. Und die hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Die hat gesagt, ja, meine Güte, der ist ja in meinem Alter auch. Ja. Ne? Gibt es eine Freundin, der das schon erzählt hast? Nee, gar nicht. Also ich glaube, die würden mich als pervers bezeichnen oder sowas, denke ich mal. Sex mit Rentnern oder so, ne? Ja, wirklich. Obwohl der Arme erst 43 ist. Ja. Ja. Ich habe noch nie... Aber Stichwort, lass mich das fragen. Ja. Sex. Denkt man ja auch drüber nach. Ja, na klar. Irgendwo. Hast du jetzt ganz ehrlich unter uns beiden Bildschwestern jetzt, ganz ehrlich, auch vielleicht so eine Sorge, dass du denkst, naja, vielleicht ist er mir doch nicht so attraktiv körperlich, wenn ich dann mal also mit ihm im Bett... Also ich meine, ich habe da schon ein Strandfoto gesehen, also oben ohne und so. Und ist okay. Er treibt auch sehr viel Sport, er läuft auch Marathon und so, also ist nicht so, dass es jetzt so ein kleiner Bierbauch davon ist oder so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was soll man tun? Ich finde ja eigentlich schon, wenn man... Also die Bedenken nehme ich sehr ernst, wie du sagst.
Ja. Sehr ernst. Die sind auch verdammt ernst zu nehmen. Mhm. Dennoch finde ich, wenn man so eine Affinität füreinander gefunden hat, probier es doch einfach aus. Ja, na klar. Also, probier es einfach aus, lass dich drauf ein. Ich bin ja auch kein Typ, der jetzt auf andere Leute hört, dass sie sagen, oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Aber irgendwo denke ich wirklich, weil ich habe zum Beispiel auch ein super gutes Verhältnis zu meinem Vati und da denke ich irgendwie, ob das vielleicht da irgendwie so reinprojiziert wird oder so. Vielleicht, aber manchmal ist es vielleicht auch müßig, dass man zu sehr psychologisiert und überlegt, warum und wieso, was sind die Ursachen. Wichtig ist nur, dass du dein Selbstbewusstsein mit einbringst, dass du dich da nicht irgendwie zu sehr blenden lässt von seinen Erfahrungen. Dann entsteht nämlich so ein Ungleichgewicht, dass du dir immer so als die Kleinere vorkommst. Das ist natürlich schlecht auf die Dauer, dass du selbstbewusst reingehst und dass du ihn natürlich auch kritisch im Auge hast am Anfang, was wirklich seine Beweggründe sind, auch da reinzugehen. Aber wenn dann letztendlich rauskommt, dass ihr euch schon sehr gern habt sogar, dann riskiert es doch. Es gibt so viele Paare, die große Altersunterschiede aufzuweisen haben und glücklich sind. Warum nicht? Warum nicht? Ja, das stimmt. Und da muss man sich auch gegen die Umwelt irgendwie durchsetzen. Also Gott, wenn die Nase rümpfen, dann sollen sie sie rümpfen. Erstmal ist wichtig, dass du glücklich bist, dass er glücklich ist, dass ihr eine gute Beziehung habt. Ich würde es an deiner Stelle auch sehr langsam weiter angehen, also gar nichts überstürzen. Ja, also ich bin auch mehr der Part, der ihm sagt, ich brauche noch irgendwie Zeit. Ja, finde ich auch sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob er so begeistert von dem Foto ist oder wirklich von den Gesprächen, aber er möchte mich unbedingt sehen und wir haben jetzt auch schon Adressen ausgetauscht und ich habe echt irgendwie Schiss, dass er auf einmal vor der Tür steht und dann auf einmal ich da einen Schock kriege, ja. Gut, dann, sag ihm das, vielleicht rechtzeitig am Telefon, dass du das nicht möchtest. Ja. Dass du das in der Hand halten willst, wann die Entscheidung fällt, wann ihr euch seht. Mhm. Weißt du, man denkt dann nicht so in die Richtung, man will das vielleicht nicht denken, wenn man so ein bisschen sehr verliebt ist. Hab aber auch klar im Auge, dass der Mann nicht nur an deinem Körper interessiert ist, sondern an deinem jugendlichen Körper. Ja. Ne? Das finde ich schon, dass man das im Auge halten sollte. Ja. Also ich meine, was mich eigentlich dazu verleitet, wirklich, ich habe richtige Sehnsucht. Ich denke jeden Tag an ihn und das hat nichts damit zu tun, dass ich da an Sex denke oder so, sondern ich merke das auch von seiner Seite. Also ich bin dann eigentlich mehr die Person, die auch darüber sprechen möchte teilweise. Mhm. Also von seiner Seite kommt da gar nichts. Also Antje, ich würde sagen, lass noch ein bisschen Zeit, lass dir noch ein bisschen Zeit, sag ihm klar, dass du keine Überraschungsbesuche magst und dann lass dich drauf ein, versuch's mal. Gehen kannst du immer noch und Nein sagen. Ja, das stimmt, ja. Alles Gute. Okay, tschüss, danke Antje. Dir, Domian, tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer, kostenfreie Telefonnummer. Und hier ist Sabrina. Sabrina ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sabrina. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, ich habe vor 2 Jahren, beziehungsweise vor 3 Jahren, habe ich beim Escort-Service gearbeitet. In was für einem Service? Escort-Service. Escort-Service. Mhm. Das ist so die schickere Bezeichnung für, ja, es ist auch eine Hurentätigkeit, ne? Kann man sagen. Ja, genau. Ja. Genau, so würde ich das auch bezeichnen, ja. Am Anfang war das auch gar nicht so, also zumindest konnte ich mir das nicht so vorstellen und dann nach und nach kam das dann, na, hier, mach mal und probier's mal. Das heißt also, man konnte dich anrufen, also etwas vielleicht wohlhabendere Männer und sagen, begleiten Sie mich heute Abend zum Essen und in die Oper und es endete dann doch meistens im Bett. Nee. Also so lief das ja überhaupt nicht. Dann erklär mal, wie es läuft. Nee, also die haben mich zum Teil direkt sogar angerufen und gemeint, ja, hast heute Abend Zeit, kannst vorbeikommen. Ach so. Also das war von vornherein eigentlich klar. Ach so, ganz klar. Ganz klar. Dann, also, und das nennt man auch Escort-Service? So lief es zumindest. Also lief so, ja. Also so wurde es zumindest bezeichnet. Mhm. Vor 2 Jahren fing es an? Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Mhm. Ich habe das 1 Jahr gemacht und habe es bitterlich bereut. Mhm. Also nochmal im Klartext, du hast 1 Jahr als Hure gearbeitet. Ja. Wie man sich das so vorstellt. Ja, du hast nicht... Natürlich nicht auf der Straße, schon klar. Mhm. Also, und auch nicht am Club, sondern du bist dann zu den Männern hingefahren. Ja, genau. Wo die immer sich auch aufgehalten haben. Genau. Mhm. Mhm. 1 Jahr gemacht. Mhm. Bitter bereut. Ja. Warum? Weil mich das eigentlich bis heute verfolgt. Mhm. Also es ist wirklich... Also schon heftig. Jetzt liegt, das liegt jetzt wie viele Jahre zurück, dass du das letzte Mal einen Kunden bedient hast?
Na, so 2 Jahre jetzt. Vor 2 Jahren. Mhm. Inwiefern geht dir das bis heute nach? Ja, also es sind ja irgendwie immer so die gleichen Typen, sagen wir mal so. Also es ist immer so eine bestimmte Sorte Mann. Mhm. Ja, und irgendwie, wenn man auf der Straße läuft oder sei es egal wo, und man sieht irgendwie so eine Person, die in dieses Schema passt. Mhm. Also irgendwann kriegt man da echt fast einen Verfolgungshorn. Mhm. Oder man denkt sich dann gleich, ja, der macht das so für Geld. Und also es ist wirklich... Sind dir schlimme und unangenehme Dinge während dieses Jahres auch passiert? Sehr. Sag mal ein Beispiel. Ja, gut. Also es lief halt dann irgendwann mal so raus, dass ich hingehen hätte sollen für ganz normalen Sex. Mhm. Und dann lief das einfach so in die SM-Schiene rein. Mhm. Und das war halt einfach überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Was solltest du tun? Oder was hast du dann sogar vielleicht getan? Was ich getan habe, tja. Ich habe geschaut, dass ich so schnell wie möglich eigentlich wieder wegkomme. Also du hast dich gar nicht groß eingelassen auf... Doch, musste ich, ja. Also das heißt, musste ich nicht, aber... Ja. Aber was hast du denn dann getan, wenn du dich eingelassen hast? Das, was er wollte. Was wollte er? Ja, also so Lackstiefelchen anziehen und... Hat er denn solche Sachen da? Denn du warst ja nicht so ausgerüstet, ja, ja. Ne? Er hat es da. Ja, ja, mhm. Also... Er hat da eine komplette Ausrüstung auch gehabt, also er war schon gut bestückt, ja. Mhm. Ja. Musstest du ihm Schmerzen zufügen oder hat er dir Schmerzen zugefügt? Er mir, ja. Das heißt, du hast das dann ausgehalten eine Weile? Genau. Mhm. Das heißt, du hast dich dann auch schlagen lassen? Ja. Mhm. Das ist ja auch eine schlimme Erfahrung, dass man da nicht überhaupt nicht drauf steht und auch als Hure nicht in diesem SM-Bereich arbeiten möchte. Das dann über sich gehen zu lassen, ist, glaube ich, sehr schlimm. Ja. Mhm. Also eine Situation ist dann noch, also ich war dann mal bei jemand und der wollte mich dann auch nicht mehr gehen lassen. Also da habe ich wirklich sehr viel Angst gehabt, dass ich das nicht mehr schaffen kann daraus. Also es war wirklich paranoid. Wirklich, also es war krank. Also es gab da schon eine Sexualität, gab es. Mhm. Und danach wollte er... dass du eben bei ihm da in dem Raum bleibst. Es war ja ganzes Haus dann. Im Haus bleibst. In dem Fall. Und hat sich dann so vor die Türe gestellt und Schlüssel abgezogen und natürlich vorher abgesperrt und solche Spielchen dann eben. Also da... Das war sehr ernst? Du hattest richtige Angst? Ja. Todesangst so? Aber sehr das stark. Das kam dann erst hinterher, glaube ich. Also in dem Moment... Und wie bist du dann doch rausgekommen aus dem Haus? Ich bin dann gleich gekommen mit ihm, also ich bin dann auf ihn halt dann eingegangen und gesagt, ich komme ja wieder und er muss mich jetzt halt gehen lassen, weil ich halt morgen früh arbeiten muss. Also ich bin einfach auf ihn dann auch eingegangen. Mhm. Ne? Also hab dann. Wie kam es dann zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, Schluss, ich mache es jetzt nicht mehr? Also von meiner Seite aus wäre das natürlich auch noch länger gegangen. Bloß ich habe dann jemanden kennengelernt. Ach so. Also eine Beziehung hat sich da angebandelt. Ja. Mhm, genau. Am Anfang war mir das dann auch eigentlich auch ziemlich egal. Habe das dann auch eine ganze Zeit lang noch weitergemacht. Mhm. Bis zu irgendeinem Punkt, wo ich dann gesagt habe, so geht's nicht. Ja. Das war alles. Hast du deinen Freund, deinen zukünftigen Freund eingeweiht, was du da damals gemacht hast? Oder weiß er es heute? Er hat es nicht gewusst. Er weiß es jetzt. Aha. Wie hat er darauf reagiert, als du es ihm dann gesagt hast? Sehr schlecht. Aber es hat nicht dazu geführt, dass ihr euch getrennt habt? Nee, aber es war kurz davor, muss ich sagen. Also es war für ihn ein massives Problem. Ja. Ein Problem, dass du das gemacht hast oder das Problem, dass du ihm das so lange verschwiegen hast? Beides. Hat das eigentlich auch Auswirkungen auf deine Sexualität, auf dein sexuelles Verhalten? Was du da? Inwiefern? Sobald zum Beispiel eine spontane Situation, wenn aufkommt und er hätte das Bedürfnis, doch mal spontanen Sex zu haben, das geht mit mir überhaupt nicht. Mhm. Also das würde für mich sofort so sein, Geld am Tisch und dann
machen wir es mal. Also, ne? Würde sofort die Erinnerungskette losbrechen zu dem, was du früher gemacht hast. Genau. Kannst du denn überhaupt nach dieser Tätigkeit Sexualität genießen? Richtig nett. Und vorher konntest du das? Ja, schon. Ja. Wie kam überhaupt die Entscheidung damals, vor 3 Jahren ungefähr, hast du gesagt, so etwas zu machen? Tja, ich hatte massive Geldprobleme. Mhm. Ja. Und das hat dich dann da reingetrieben? Im Endeffekt schon. Ja. Auf offiziellen Wege habe ich es anders probiert. Ja. Hat das überhaupt jemand damals während dieses Jahres so gewusst, aus deinem näheren Umfeld, Freunde oder Verwandte? Du hast es ganz geheim gehalten. Am Anfang hat es keiner gewusst. Mhm. Also wirklich niemand. Und dann so nach und nach kam dann eine nähere Verwandte von mir dazu, die es dann gewusst hat. Und war das problematisch? Haben die dich abschätzig dann irgendwie angesprochen? Oder? Jetzt im Nachhinein kommt es viel, viel mehr. Mhm. Also das... Aber ich finde, das sehr schlimme, ja, und so hast du es jetzt auch von Anfang an erzählt, dass du seelisch so belastet bist, ne? Obwohl das hier schon eine ganze Weile, ja, immerhin fast 2 Jahre zurückliegt. Ja. Und du damit nicht zurechtkommst. Nein. Das war in der Zeit, wo ich das gemacht habe, war das überhaupt kein Problem. Also ich bin vor die Tür, habe meine Show gemacht, bin gegangen. Aber da sieht man mal, wie tief und wie langwirkend so etwas sich in einem breit machen kann, ne? Was man vielleicht im ersten Moment gar nicht bewusst weiß und erlebt. Ne? Zu dem Zeitpunkt war mir das nicht bewusst, dass das solche Auswirkungen haben könnte, nur nicht einmal annähernd. Ich glaube ja wirklich, dass die gesamte Prostitution, dass, wenn man in diese Hurentätigkeit geht, dass das nur ganz wenige Frauen wirklich klar trennen können und auch keinen Schaden nehmen. Ich glaube, dass es für die meisten Frauen und auch Männer, die das machen, eine hochproblematische Sache ist. Also trennen ging ja. Na gut, aber irgendwie ja jetzt auch wiederum nicht, ne? Denn die jetzt Probleme im Nachhinein. Damals war es ganz klar getrennt, das ist Job, das ist privat. Das ging. Sabrina, ich würde dir wirklich auch dringend empfehlen, dass du zu einer Beratung gehst, zu einer psychologischen Beratung. Und vielleicht könnte aus dieser Beratung dann auch zumindest für eine gewisse Zeit eine therapeutische Behandlung resultieren. Wenn man nach 2 Jahren noch so einen seelischen Druck hat, wie du den jetzt hast, glaube ich nur, dass man mit fachlicher Begleitung da eine gewisse Hilfe bekommen kann. Ich habe eigentlich mit Therapeuten keine so gute Erfahrung. Egal, dann würde ich jetzt hoffen, dass der Nächste, den du triffst, dass das ein guter Therapeut ist. Ich sage ja immer, dass man die suchen muss. Das ist genauso wie mit einem Arzt, den muss man auch suchen, einen guten Arzt. Aber wer soll es sonst machen als ein guter Psychotherapeut? Ich weiß es nicht. Also ich weiß auch gar nicht, wie das jemand von außen sieht. Also ich weiß es nicht. Wird man gleich verurteilt oder ach was, aber nein. Ich weiß es nicht. Das aber ist wirklich schwierig. Nein, niemals. Doch, das ist aber meistens so. Ja, aber wenn du wirklich in professionelle Hände gerätst, wird dich da niemand verurteilen, du lieber Himmel. Das ist ein Fall, ein ganz normaler Fall für die, wie viele andere ungewöhnlichere Fälle vielleicht auch, die noch ungewöhnlicher sind. Ich habe hier im Hintergrund eine sehr nette Psychologin sitzen. Und ich würde gerne, dass ihr euch mal ein bisschen beschnuppert, damit du mal mitkriegst, wie so Psychologen oder Psychologinnen drauf sind. Das ist die Elke. Und Elke kann dir sicher auch erklären, wie du das dann weiter machen sollst und wie du verfahren sollst. Ich fände es gut, Sabrina, wenn du es machen würdest. Denn du drehst dich im Kreis und findest aus dem eigenen Rädchen nicht raus. Genau so ist es. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Elke ruft dich an. Okay. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ade. Jetzt habe ich hier die Antonia. Antonia ist 15 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Antonia. Du geh mal ein bisschen näher ans Telefon, bitte. Also? Ja, das hoffen wir, dass das klappt. Und bei dir ist auch noch Valeska. Die ist auch 15, ne? Ja, meine Schwester. Die Schwester. Antonia, was ist denn los? Ja, also vor fast einem Monat haben sich unsere Eltern jetzt beschlossen, sich zu trennen, auf Wunsch von meiner Mutter. Ihr seid Zwillinge? Ja. Mhm. Und jetzt haben unsere Eltern halt gesagt, wir sollen uns entscheiden, was wir wollen. Entweder wir bleiben bei meinem Vater, den ich persönlich aber völlig scheiße finde,
Oder wir gehen mit meiner Mutter, aber die geht wieder nach Polen zurück. Mhm. So, und jetzt. Und ihr wollt nicht nach Polen? Nein, eigentlich nicht, weil. Seid ihr denn hier geboren? Nein, aber wir haben hier sprechen gelernt, wir sprechen nur Deutsch. Ja. Ach so, ihr könnt gar nicht Polnisch. Überhaupt nein, nicht. Nein, überhaupt nicht. Und die Mutter ist Polin. Ja, und die kann doch, die hat ja so ihre Kindheit verbracht und mein Vater kann es auch. Ja. Aber die haben halt beschlossen, wenn sie nach Deutschland kommen, müssen sie sich auch den Deutschen anpassen und Deutsch sprechen. Mhm. Und so haben wir hier auch Deutsch sprechen gelernt. Mhm. Wir sprechen halt überhaupt kein Polnisch. Polnisch. Ja, Polnisch, genau. Und deswegen wollen wir eigentlich nicht rüber. Mhm. Weil wir können es nicht. Es geht ja auch dann nicht nur um die Sprache, sondern es geht ja auch darum, wir müssen Schule wechseln, das ist alles Freundeskreis wechseln. Super fremd, ja. Mhm. Warum will denn die Mutter nach Polen? Ja. Und mein Vater, wie gesagt, ich finde meinen Vater völlig scheiße. Warum? Weil mein Vater auch gerne mal zuschlägt. Euch auch? Mich ja, meine Schwester nicht. Mhm. Und halt hauptsächlich meine Mutter. Mhm. Und meine Mutter hat gesagt, sie hat keinen Bock mehr. Sie macht das alles jetzt nicht mehr mit. Und sie möchte in ihre Heimat zurück und... Sie will einfach weg von allem. Ja. Also, klarer Zwiespalt, du möchtest im Prinzip in Deutschland bleiben, aber nicht bei dem Vater. Genau. So kann man sagen. Wie ist es mit der Valeska? Die frage ich am besten selbst, gib sie mir mal eben. Ja, hier Valeska. Hallo? Hallo Valeska. Also ich habe schon verstanden, um was es geht. Die Antonia sagte, dass sie euren Vater nicht sehr mag, aber dass sie eigentlich gerne in Deutschland bleiben möchte. Wie ist es denn bei dir? Ja, ich komme mit meinem Vater ein bisschen besser klar. Ja. Und ich möchte auch nicht gerne nach Polen rüber, weil ich sprachbegabt bin ich nicht gerade sehr und... Du kannst auch kein Polnisch? Nein. Nee. Mhm. Ja, aber es ist ganz klar, dass die Eltern euch nicht auseinanderreißen wollen. Also man sagt schon, dass ihr beiden die Zwillinge, also bleiben zusammen. Ja, wir wollen gern zusammenbleiben, ja. Das haben wir ihnen auch gleich gesagt. Mhm, ja. Aber wir müssen es nicht. Achso, ihr könntet auch sagen, hier, nee, die eine geht dahin und die andere dahin. Ja. Aber das ist für euch kein Thema, oder? Wir wollen gern zusammenbleiben. Ihr möchtet gern zusammenbleiben. Mhm. Wann muss die Entscheidung denn gefällt werden? Ist es jetzt sehr dringend? 2 Wochen. In 2 Wochen. Nach den Ferien. Mhm. Also, ist es für dich ja einfacher. Du sagst, ich komme mit dem Vater ganz gut klar und der bleibt hier, also bleib ich auch hier. Das Problem hat dann eher Antonia, ne? Ja, sozusagen. Aber ich würde es mir auch nicht angucken wollen, wenn mein Vater jetzt die ganze Zeit mit ihr Stress hat. Und das gefällt mir nun natürlich auch nicht. Ist das denn so, dass die beiden auch schon in den letzten Jahren so viel Stress miteinander hatten? Ja, die streiten sich ziemlich viel, oder gesagt, mein Vater. Dann gib mal die Antonia nochmal, Valeska. Ja. Ja. Antonia, für dich ist es auch gar kein Thema, sich zu trennen. Also du möchtest schon gerne mit deiner Schwester zusammenbleiben. Ja, auf jeden Fall. Der Stress, den du mit deinem Vater so hattest, um was ging es denn da so in den letzten Jahren hauptsächlich? Ich bin meine Schwester schon immer mehr so das Lieblingskind. Sie ist die Zweitgeborene, sie war das Problemkind. Mhm. Sie war immer kleiner als ich, sie war immer, also als Baby halt so das Problemkind halt. Mhm. Das waren dann halt so, meine Schwester war halt immer im Kopf kleiner als ich und auch immer viel dünner. Und wenn ich sie geschubst habe, habe ich von meinem Vater was auf die Fresse bekommen. Mhm. So, und das halt auch schon, als ich klein war, da war ich 4, 5. Mhm. Und das hat sich halt so hingezogen. Jetzt ist es mittlerweile, Valeska schreibt eine 4 in der Arbeit. Mhm. Dann kommt nur, ach, streng dich nicht wieder besser an, dann holst du das raus. Mhm. Und ich krieg wieder gleich was auf die Fresse. Mhm. Das heißt wirklich, also der schlägt dich ins Gesicht? Oder ja, ist das jetzt nur so Symbol? Andere. Kommt das denn oft vor? Na, manchmal halt. Mhm. Ich meine, das ist ja schon krass, ne? Wenn dein 15-jähriges Mädchen noch schlägt. Na, das wäre mittlerweile normal. Das ist für dich schon gar nichts Besonderes mehr. Nein, nicht wirklich. Mhm. Schwierige Situation, sehr schwierige Situation. Eigentlich möchtest du da raus, ne? Von dem weg. Ja. Mhm. Aber du wirst bei deiner Schwester bleiben. Ja. Und du wirst in Deutschland bleiben. Was man ja nur wirklich verstehen kann, dass ihr mit 15 jetzt in ein ganz anderes Land, wo ihr keine Silbe von der Sprache könnt, ist natürlich auch sehr, sehr heftig. Was kann man da tun? Was kann man da tun? Mhm. Wäre es denn vorstellbar? Ich meine, ihr seid ja bald, wann werdet ihr 16? Im Dezember. Also so ganz lang ist das ja gar nicht mehr hin. Es gibt ja in Deutschland so Projekte betreutes Wohnen.
Hast du vielleicht schon mal gehört. Ja, klar. Wo die Leute also quasi in der Obhut eines Heims, aber ihre eigenen vier Wände haben, ihre eigene Wohnung, ihre eigenen Zimmer haben. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass ihr dann quasi auf eigenen Beinen, nicht ganz, aber so fast auf eigenen Beinen stehen würdet. Ihr werdet in Deutschland, ihr werdet zusammen und ihr werdet weg von dem Vater. Okay, das wird aber heißen, bis Dezember müssen wir noch hier bleiben. Bis Dezember müsstet ihr dann da bleiben. Ja. Und ich könnte wetten, wenn meine Mutter weg ist und er schlägt meine Mutter mehr als mich, wer kriegt dann was auf die Fresse? Bestimmt ich, bestimmt nicht meine Schwester, ganz sicher nicht. Und wäre es für dich eine Möglichkeit, für die Übergangszeit erstmal alleine vielleicht irgendwo hinzugehen, in ein Heim oder in so ein betreutes Wohnen, in so ein Projekt? Nein. Das nicht? Nein. Nur wäre auch noch zu erkunden, das weiß ich nicht genau, ob man vielleicht doch auch in eurem Alter das jetzt schon machen könnte. Das weiß ich nicht. Mhm. Das weiß aber meine Psychologin, die ist in solchen Sachen sehr fit. Mhm. Wäre das denn für euch eine gute Lösung? Also wenn ihr quasi eure eigene kleine Wohnung hättet oder in einer WG mit anderen wohnen würdet, in eurem Zimmer? Ja, ich glaube schon. Ja, ne, fände ich auch nicht schlecht. Also man hat so eine gewisse Eigenständigkeit und du hättest dann den Menschen vom Hals, den du nicht magst. Hm. Frag doch mal gib mir mal die Valeska nochmal, ich will sie auch mal fragen, ob das was wäre. Ja? Valeska, ich weiß nicht, hast du gerade mitgehört, was wir besprochen haben? Nein. Nee, ich habe zu deiner Schwester gesagt, es gibt ja die Möglichkeit auch, dass ihr vielleicht auszieht, weg von dem Vater. Und zwar in so ein Projekt in einem Heim, und zwar betreutes Wohnen. Das heißt, ihr hättet vielleicht eine eigene kleine Wohnung für euch, seid aber in der Obhut eines Heimes. Wäre das eine Möglichkeit, die dir auch gefallen könnte? Ja. Ich fände es auch nicht schlecht. Dann wärt ihr so eigenständig und die Probleme wären eigentlich gelöst. Und selbst wenn du dann noch einen Kontakt zu deinem Vater haben möchtest, könntest du den ja so für dich alleine pflegen. Ja. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit dem Alter ist, ab welchem Alter das geht und wie die ganzen Formalitäten zu erledigen wären. Deshalb bitte ich euch, dass ihr jetzt auflegt und meine Psychologin ruft euch an und die könnte euch das erklären, wie das funktioniert oder wie man das vielleicht in die Wege leitet. Ja. Ja, machen wir es so? Ja, okay. Dann legt ihr auf und Elke ruft euch gleich an. Ja. Ich drücke euch den Daumen, dass es irgendwie eine gute Lösung gibt für euch beide. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, jetzt habe ich als nächstes den Hubert. Hubert ist 52 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Jürgen. Hallo, Hubert. Um was geht's? Wir hatten vor einer Woche schon mal miteinander telefoniert. Und zwar ging es dabei darum, dass meine Tochter meinen Bruder beschuldigt hat, sie sexuell missbraucht zu haben. Den Bruder? Ja. Deinen Bruder? Mhm. Nein. Meinen Sohn. Dein Sohn? Ja, ich weiß gerade ganz durcheinander. Meine Tochter hat behauptet, ihr Bruder, also mein Sohn, hätte sie über Jahre sexuell missbraucht. Ja, ich erinnere mich. Wir haben uns vorige Woche unterhalten miteinander. Ja. Ja. Und heute war jetzt nach 21 Prozesstagen die Urteilsverkündung. Mhm. Und da ist mein Sohn zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Und das Eklatante an dem Fall war, dass für dich hundertprozentig sicher ist und eigentlich auch ganz klar ist, dass er das nicht gemacht hat. Ja. Dass das so eine Art Racheaktion von der Schwester ist. Ja, Rache würde ich nicht unbedingt sagen. Sie wollte im Jahr 2000, als sie noch 17 war, wollte sie unbedingt ausziehen von zu Hause. Ja, so war es ja. Und so wie ich es sehe und nicht nur ich, hat sie dann diese Ausrede benutzt, um von zu Hause ausziehen zu können. Sie ist also dann in so ein Jugendschutzzentrum gegangen und das Jugendamt hat dann gesagt, nee, also der Bruder wohnt ja gar nicht mehr zu Hause, also kannst du auch wieder nachts zu Hause zurückgehen. Mhm. Und dann hat die Sache aber so eskaliert, sie hat also pausenlos dann weiter Theater gemacht und sich bockig gestellt und ist dann also im Mai 2001 tatsächlich ausgezogen. Mhm. Wir waren zwar dagegen, denn der Mann, mit dem sie dann zusammenzog, ist also auch wesentlich älter als sie. Mhm. Ja, der war da so 37. Ja. Und
Ja, sie hat also alles erstmal quasi auf sich beruhen lassen. Mhm. Und erst als mein Sohn dann sie angezeigt hat, weil sie eben immer wieder irgendwelchen Leuten erzählt hat, dass er sie eben, sie sprach dann von vergewaltigt. Ja. Das hat aber das Gericht heute noch nicht mal mehr in der Urteilsbegründung gesagt. Also müssen wir mal erklären, sie hat erst dann reagiert, nachdem, dein Sohn hat gesagt, dass das nicht stimmt. Und dein Sohn hat Anzeige gegen sie erstattet, so war es, glaube ich. Richtig. Ne? Wegen Rufschädigung oder sowas, so ja, in der Richtung. Ja. Wegen und daraufhin, Verleumdung und übler Nachrede. Genau, ja. Und daraufhin hat sie dann wieder reagiert. Und dann hat sie reagiert und hat dann ihrerseits Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet. Ja, also ein fürchterliches, verwickeltes Ding ist das. Das war auch eine fürchterlich verwickelte Verhandlung. Ja. Wie gesagt, es waren 21 Prozesstage. Ja. Und jetzt ist ja das ist ja jetzt eigentlich unglaublich. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das so stimmt, wie du sagst, dass dein Sohn vollkommen unschuldig ist. Wie ist denn diese Urteilsbegründung begründet worden, das Urteil begründet worden, dass er nun 18 Monate bekommen hat? Ja, also zum einen könnte sich jemand so eine komplizierte Geschichte gar nicht ausdenken. Mhm. Ach, was die Leute sich alles ausdenken können. Ja, und alles, was an Widersprüchen in der Aussage meiner Tochter waren, das waren dann falsche Erinnerungen. Mhm. Und alles, was mein Sohn, meine übrigen Töchter, wir haben also insgesamt 5 Kinder, meine übrigen Töchter, meine Frau gesagt haben, das war nur eine Inszenierung, um meinen Sohn daraus zu reiten. Wie schlimm für eure Familie. Ja, also meine Frau, die hat vorhin gesagt, ich habe heute meinen Glauben verloren. Hm. Wie geht denn jetzt euer Sohn damit um? Das ist ja auch ungeheuerlich für ihn. Also der hat vorhin gesagt, beziehungsweise wir haben mit seiner Verlobten vorhin nochmal gesprochen, der hat sich eine Flasche Schnaps gekauft und hat gesagt, ich hau mir heute Abend die Birne zu. Hm. Wollt ihr denn in Revision gehen? Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Der Anwalt hat auch sehr detailliert ein Glaubwürdigkeitsgutachten über meine Tochter gefordert. Ja. Das hat das Gericht abgelehnt, ja, mit der Begründung, sie könnten sich selbst ein Urteil darüber bilden. Mhm. Du warst im Gericht dabei? Ja, also da muss einem doch, wenn man dann... Die ersten Tage durfte ich nicht rein, weil ich ja noch als Zeuge gehört werden sollte. Ja. Und danach war ich bis auf eine Woche, also das waren dann 2 Prozesstage, wo ich selbst zu einem Lehrgang musste. Ansonsten war ich jeden Tag dabei. Und auch jetzt bei der Urteilsverkündung? Ja. Da muss man doch innerlich platzen, wenn man dann so eine Begründung hört. Ich bin nur froh, dass ich nicht wieder einen Herzinfarkt gekriegt habe. Hattest du schon mal einen? Ja. Ich meine, das ist natürlich eine Situation, die dann ungeheuer körperlich belastend ist. Ja, sicher. Die Tochter war auch im Gerichtssaal? Nein. Die war nicht im Gerichtssaal? Nein. Die hat sich während der ganzen Verhandlung nicht sehen lassen, mit Ausnahme, wenn sie eben als Zeugin aussagen. Habt ihr als Eltern eigentlich jetzt in der letzten Zeit oder jetzt nach der nach dem Urteil Kontakt mit der Tochter gehabt? Sie hat uns schriftlich mitgeteilt, dass sie keinen Kontakt mit uns haben möchte, beziehungsweise sie hat sogar behauptet, sie dürfte angeblich keinen Kontakt zu uns haben. Das heißt ja für deine Frau, sie sagt, sie hätte ihren Glauben verloren, sie hat auch eine Tochter verloren. Oder? Jein, jein. Also, obwohl es so verfahren ist, das ist für uns ja gerade das Schlimme, dass sie uns praktisch so ablehnt. Auch das Plädoyer der Anwältin von ihr, also der Nebenklagevertretung, das war so voller Hass. Unglaublich, unglaublich. Hubert, ich muss jetzt leider das Gespräch abbrechen, weil die Sendung jetzt zu Ende ist. Ich schlage aber vor, dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Das regelt meine Redaktion. Ich würde gerne von diesem Fall weiter erfahren und wie das weitergeht. Sollen wir so verbleiben? Ja, gut. Gut, dann legst du jetzt auf und mein Redakteur ruft dich nochmal an wegen der Einzelheiten. Ja. Alles Gute, auf Wiederhören. Wiederhören.
So, Freunde, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei Uli Krapp, bei Wolfram Swikowski, bei Jan Hölz, Gunter Papperitz, Michael Schrezenmeier, Pamela Koppay, Thorsten Pallot, Corinna Mindermann und Elke Büchter. Erste Sendung nach der Osterpause ist wieder in der Nacht vom 28. April auf 29. April. Und ab 8. Mai gibt es Domian jeden Donnerstag schon viel früher und auch länger, nämlich von 23.45 Uhr bis 1 Uhr. Jetzt wünsche ich euch schöne Ostertage, schöne Ostern, gute Ostern und freue mich auf den 28. April. Dann bin ich wieder hier für euch. Gute Zeit bis dahin und tschüss.